Ah, moin oder guten Abend, muss man eigentlich sagen. Mittlerweile ist es draußen stockdunkel, seht ihr ja. Und für die meisten Leute bedeutet der Sonnenuntergang eigentlich, dass der Tag vorbei ist. Dann geht's ins Bett, dann wird die Tagesschau geguckt, aber draußen gibt es nichts mehr zu sehen. Und unter uns, unser einer, wir biologieinteressierten Menschen, ihr zählt natürlich dazu, wir wissen, dass die Natur sich um 180 Grad dreht, wenn es dunkel wird. Es gibt Dinge zu sehen, von denen man sie gar nicht zu träumen gewagt hat. Und es gibt Besseres zu tun, als sich selbst Quirkel zu spielen. Und gerade hier in Schwertis Wohnzimmer hängt diese inspirierende Kunst. Das sind Fotografien von Torben Danke, der uns auf Instagram in seinem Kanal Saga Optics immer gut zu begeistern weiß. Das sind Zwingiden. Das sind Schwärmer und Zwingiden haben eine große Vielfalt entwickelt an Arten und die wenden sich auch an bestimmte Pflanzen und so haben sich diese Zwingiden und deren Pflanzen, Partnerpflanzen quasi, immer wieder ein bisschen evolutiv miteinander beeinflusst, sodass sich bei Zwingiden großartig lange Rüssel entwickelt haben und aber auch, dass Pflanzen plötzlich beginnen, nachts zu blühen, um sich an diese Zwingiden zu wenden und so ein bisschen auszufiltern, wer sie bestäubt. Darüber gibt es unheimlich viel zu erzählen und eine dieser Pflanzen will euch Schwert jetzt unbedingt zeigen. Deswegen würde ich vorschlagen, schlagen wir uns schleunigst ab. Es ist dunkler. Ja, hier waren wir noch nie. Willkommen in Schwertis nächtlichem Garten, sozusagen eine Außenstelle des alten Botanischen Gartens. Hier probiere ich ganz viel aus und vermehre Sachen, die dann hinterher in Göttingen zu sehen sind. Und jetzt soll es ja um Nachtfalterblumen gehen. Und ja, eine ganz klassische ist der schöne Phlox. Wir haben ja Spätsommer jetzt fast und da ist der Phlox so richtig in Fahrt. Sieht tagsüber auch gut aus, aber die Blüten öffnen sich abends und sie duften fantastisch. Man geht dann durch solche Duftwolken und das ist eben auch so eine Blüte, die die Nachtfalter geschaffen haben. In dem Fall Nachtfalter in Nordamerika, der kommt aus USA und Kanada. So was Ähnliches gibt es aber bei uns zu Hause auch, das Seifenkraut, eine ganz andere Familie. So was ist konvergent in verschiedenen Pflanzenfamilien entstanden. Seifenkraut gehört zu den Nelkengewächsen und funktioniert eigentlich ähnlich wie der Phlox. Blüht auch abends auf, duftet auch wunderbar. Und was auch fantastisch duftet, den liebe ich sehr, das ist hier, habe ich mitgebracht, so ein Zweig vom Waldgeißblatt. Je länger, je lieber. Da habe ich da hinten auch eine ganz riesengroße Pflanze. Und der Duft ist unbeschreiblich. Also wer einen Garten hat, einen Garten darf es nicht ohne Geißblatt geben, ohne je länger, je lieber. Und eine sehr, sehr coole Nachtfalterpflanze, die müssen wir ein paar Schritte weiter gehen, die kann auch noch ein sehr, sehr geniales Kunststück. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich sehe dich natürlich nicht, ich gucke ins Dunkle, aber es wird schon stimmen. Was wir euch natürlich zeigen wollen, sind die Nachtkerzen. Das ist eine sehr, sehr geniale Pflanze, die hier mal hergekommen ist, hergebracht wurde. Aus Nordamerika kommt die Gattung Oenothera. Und man hat die hier, ich glaube vor 300 Jahren ungefähr, in Europa eingeführt als Schinkenwurzel. Die Pflanze ist nämlich zweijährig. Sie macht eine große Blattrosette, die einmal überwintert. Und dazu eine große Pfahlwurzel. Und die kann man essen wie Schwarzwurzeln. Also dafür wurde sie hierher gebracht. Im zweiten Jahr, wenn man sie nicht aufgegessen hat, dann fängt sie an zu blühen und macht einen großen, mannshohen Blütenstand, der dann über Wochen hunderte von Blüten hat. Und die sind eben an Nachtfalter angepasst und blühen abends auf und duften dann auch. Und das Besondere daran ist, dass sie sich, ihr kennt diese Dokus, wo sich dann im Zeitraffer die Blüten so öffnen und man ist ganz fasziniert. Und das passiert bei den Nachtkerzen in Echtzeit. Also man sitzt hier, wir haben hier unsere Sitzgruppe, da sitzen dann meine Frau und ich und freuen uns an den Nachtkerzen, die wir hier überall im Garten haben. Und abends, wie auf ein geheimes Zeichen, fangen die dann alle an aufzugehen. Und zwar wirklich so, dass man zugucken kann, innerhalb von ja, einer Minute oder sowas. Völlig genial. Also jeder möchte irgendwann mal groß sein und Geld verdienen und ein Haus und einen Garten haben und dann habt ihr auch eine Sitzgruppe und da gehören Nachtkerzen drumherum und dann könnt ihr abends dann, auch wenn ihr das schon tausendmal gesehen habt, das ist jedes Mal wieder magisch, wenn diese riesigen Blüten aufgehen. Jetzt gehen wir tatsächlich mal hin. Jetzt ist es ja wirklich schon stockdunkel und die sind alle offen, aber wir haben, jetzt ist es ja natürlich genial, aber wir haben ja auch vorhin beim im Halbdunkeln das Öffnen, diesen Prozess gefilmt. Und man kann, muss immer wieder sagen, das ist nicht Zeitraffer, das ist Echtzeit gewesen. Lustig ist auch noch der Pollen.
8 Staubblätter hat sie. Und diese Pollenkörner sind bei den Nachtkerzen verbunden mit Viszinfäden. Also wenn dann, morgens kann man das dann sehen, wenn die Honigbienen dann hier die letzten Reste einsammeln und versuchen, diesen Pollen zu sammeln, den haben sie an langen Ketten dann überall schlabbrig am Körper hängen. Das ist also sehr, sehr witzig, wenn man dann die Bestäuber diesen komischen, klebrigen, schlabbrigen Pollen ernten sieht. Und das ist also auch eine der vielen guten Sachen der Nachtkerze. Außerdem haben die Samen dann auch noch ein ganz hochwertiges Öl mit allen möglichen Omega-3 und frag mich nicht. Sehr gesund, gibt es in allen möglichen Beauty-Produkten. Also die Nachtkerze kann einiges. Aber das Schönste ist eben wirklich, und dafür gehört sie in jeden Garten, dieses abendliche Öffnen in Sekundenschnelle. Also wie gesagt, schafft euch, wenn ihr irgendwann mal sessil geworden seid, Nachtkerzen an. Es darf keinen Garten ohne Nachtkerzen geben. Es sind gelegentlich auch noch sehr coole Schmetterlingsraupen dran, Weinschwärmer und Nachtkerzenschwärmer, wenn man Glück hat, und andere Tiere. Also es ist eine tolle Pflanze. Und Nachtkerzen könnt ihr natürlich draußen auch sehen, auf den Bahndämmen, auf den Schuttplätzen, auf den Ödländern oder natürlich im alten Botanischen Garten. Denn mit dem Fusel bleibt, denn Durst ist nicht gesund. Dann trank er und trank er, hinsank er, bis krank er unter dem Tische verschwund. Ich glaube, die Soundchecks sind immer die Sternchen. Machst du die hinterher als Hidden End? Ja, natürlich, na klar. Was denkst du denn? Sehr gut.